Hey ho Leute, Alpaisanti ist back, wie jeden Sonntag mit einem neuen Video. Schreibt gerne am Ende des Videos eure Lieblingsstelle in die Kommentarspalte und checkt gerne meine Social Media Links in der Beschreibung ab. Solltet ihr noch nicht Abonnent von diesem Kanal sein und solltet ihr auch noch nicht die Glocke aktiviert haben, then just do it. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Nö, einfach nö. Ich sehe alles zum ersten Mal. Das kann doch einfach nicht sein. Jeder dieser Aufgaben ist mir mindestens so unbekannt wie das gesuchte X. Scheiße, Mann. Herr Matthias, dürfen wir gehen, sobald wir abgegeben haben? Sag mir nicht, dass du abgeben willst. Du hast noch exakt 60 Minuten Zeit. Ich glaube, selbst wenn ich nicht 60 Minuten, sondern 60 Jahre Zeit hätte, könnte ich diese Aufgaben nicht lösen. Ach Quatsch, glaub ein bisschen an dich selbst. Und ich verspreche dir, du wirst hier als Gewinner rausgehen. Also, bis später dann. Viel Glück bei deiner Mathe-Klassenarbeit, Junge. Dad, du weißt doch, Glück brauchen nur Verlierer. Hey, viel Glück bei deiner Mathearbeit. Hallo, hey, Alpay. Hä? Hörst du mich? Schau dir das Blatt nochmal genau an. Was meinen Sie denn, was ich seit einer halben Stunde mache? Ich schau das Blatt an, das Blatt schaut mich an. Mittlerweile haben wir eine stärkere Bindung als meine Freundin und ich. Dieses X hier war nicht allzu selten der Grund, wieso meine Freundin eifersüchtig war, weil ich dem X mehr Aufmerksamkeit gegeben habe als ihr. Weißt du was, bitte tu mir einfach den Gefallen und fang bei Aufgabe 1 an und lest dir die Aufgabenstellung genau durch. Erste Frage, zeigen Sie, dass die Funktion beschränkt ist. Ich habe es zwar nicht geschafft zu zeigen, dass die Funktion beschränkt ist, aber zumindest hat die Funktion geschafft zu zeigen, dass ich beschränkt bin. Können Sie mir vielleicht dafür einen halben Punkt geben? Ach Junge, das ist doch alles Unsinn. Ich habe Aufgaben wie diese sowohl im Schulunterricht als auch im Online-Unterricht erklärt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Ihr Matheunterricht ist jedes Mal aufs Neue wie ein japanischer Film ohne Untertitel. Okay, okay. Weißt du was? Vergiss die erste Aufgabe. Überspring sie einfach und mach mit der zweiten weiter. Hey, was machst du denn jetzt mit deinem Handy? Wenn Sie nur ganz kurz erlauben, ich würde gerne fix die Aufgabenstellung in eine App zum Übersetzen eingeben. So, okay. Aha! Die App hat sich von selbst deinstalliert. Pack sofort dein Handy weg, bevor ich es mit deiner Arbeit zusammen wegnehme. Ich wollte doch nur beweisen, dass die Klassenarbeit nicht auf Deutsch erstellt worden ist. Wie soll ich denn die Antwort auf die Aufgabe liefern, wenn ich nicht mal die Frage verstehe? Ich finde, Mathe sollte mittlerweile als dritte Fremdsprache anerkannt werden. Was genau verstehst du denn nicht? Wenn ich das nur wüsste, ich verstehe ja nicht mal, was ich nicht verstehe. Hey! Ein Vorschlag. Wie wäre es, wenn du einfach aus den vorgegebenen Zwischenergebnissen versuchst, die weiteren Aufgaben zu lösen? Wieso ist das nicht umgekehrt? Wieso ist nicht der Lösungsweg vorgegeben, damit ich nur noch die Aufgabe ausrechnen und die Lösung hinschreiben muss? Das ergibt ja keinen Sinn. Ja, natürlich ergibt es keinen Sinn, wenn der Lösungsweg komplizierter ist als der Schulweg meiner Großeltern damals. Das ist ja mal ein Wort. Ich denke aber nicht, dass die Mathe-Klassenarbeit diesem Schwierigkeitsgrad entspricht. Für euch ist das vielleicht eine Mathe-Klassenarbeit. Für mich jedenfalls ist das ein Andenken an Albert Einstein. Aus Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division wurde bei mir Addition, Subtraktion, Frustration und Kapitulation. Und wo wir jetzt schon bei Kapitulation sind, heißt das für mich an der Stelle Arrivederci. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Doch, glauben Sie mir, das ist besser für uns alle, denn mit dem, was ich nicht weiß, können noch 3 weitere Schüler durchfallen. Warte, warte, ich bin verantwortlich für dich. Wohin willst du denn gehen? Ich suche mir ein geeignetes Grab, bevor mein Vater das für mich tut.